Hey Jungs, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und es ist mal Zeit für ein Update meines Taktik-Setups, denn das wurde sehr, sehr häufig gefragt in letzter Zeit im Livestream als auch in den Kommentaren unter den letzten Videos und da dachte ich mir, komm, ich habe jetzt auch einen RTG-Account gestartet, kann ich euch anhand meines RTG-Accounts mein aktuelles Taktik-Setup zeigen. Das letzte ist ja knapp einen Monat her, seitdem hat sich ein bisschen was verändert, nicht wirklich viel. Aber damit ihr jetzt auf dem neuesten Stand seid, was mein Taktik-Setup angeht, werde ich dieses Video machen. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten gehen wir rein. Ihr seht mein RTG-Team. Ich habe die erste Weekly League gespielt zum Community Tots und die zweite zum Premier League Team of the Season noch nicht. Das werde ich jetzt noch im Stream machen. Und sieht dafür schon mal ganz, ganz ordentlich aus. Taktik-Setup ist immer sehr wichtig, sage ich immer wieder. Man sollte sich ein Taktik-Setup immer einstellen, damit man einfach auf die verschiedenen Szenarien, verschiedenen Situationen im Spiel super schnell reagieren kann, indem man einfach über Steuerkreuz die Taktiken auswählen kann. Und deswegen ist meine Predigt immer, dass ihr euch ein Taktik-Setup reinstellen könnt, denn das kann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und vor allem jetzt zum, zum Team of the Season, wo wir die Weekend League mit den Rewards haben, kann so ein Sieg oder vielleicht auch zwei Siege mehr in der Weekend League ja gar nicht schaden. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns einfach reingehen und gucken uns mein Taktik-Setup an. Und so sieht's aus. Wir haben immer vier Formationen. Die Standardformation ist immer die, mit der man in den Squad-Builder reingeht. Normalerweise ist der Squad-Builder nie die Formation bzw. die Aufstellung, mit der man dann in-game auch spielt. Sollte das dennoch so der Fall sein, dass ihr im Squad-Builder wirklich die Formation und jeden Spieler auf der richtigen Position habt, wie ihr sie auch in-game haben wollt, noch besser für euch, weil dann könnt ihr sogar noch eine fünfte Taktik nutzen. Aber in der Regel vier Taktiken sollten ausreichen. Und bei mir ist immer so, dass ich auf Defensiv und Offensiv meine zwei Main-Formationen habe. Immer eine Main-Formation und eine Alternativ-Main-Formation. Und dann auf sehr defensiv eine Formation zum Verwalten für die letzten 15, 20 Ingame-Minuten. Man ist im Führung, man will das Spiel runterspielen und der Gegner hat gerade auf ständiger Druck gestellt. Dann ist da meine sehr defensive Formation. Und auf sehr offensiv ist halt die Brechstangen-Taktik. Ja, man liegt hinten. Man muss noch aufholen und das ist immer ganz, ganz wichtig, so eine Taktik dann auch über Steuerkreuz auswählen zu können. Denn das Schlimmste, und das kommt auch schon mal vor, wenn ihr gegen jemanden spielt, der in Führung liegt und er merkt, dass ihr keinen ständigen Druck in euren Taktiken drinnen habt und er sieht dann, dass oben Pause angemeldet wird. Ein schlauer Spieler weiß dann ganz genau, was Sache ist, der spielt das Ganze dann runter und versucht, den Ball so lange wie möglich im Spiel zu halten, sodass er nicht ins Aus geht, sodass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, über die Pause-Funktion auf ständiger Druck umstellen zu können. Und dann im schlimmsten Fall schafft ihr es nicht mehr, dieses eine Tor, was ihr benötigt, aufzuholen. Und deswegen immer eine ständige Drucktaktik auch als Schnelltaktik in den Strategien mit reinnehmen. Fangen wir aber an mit meinen beiden Main-Formationen. Das sind das 4-2-3-1 und das 4-3-2-1. Ich denke, das ist nichts Neues. Allerdings beim 4-3-2-1, da gehen wir jetzt direkt rein, hat sich was verändert an den Taktiken bzw. an den Reglern. Wir sehen hier ausgeglichen Breite 50, Tiefe 55. Ausgeglichen im Aufbauspiel direkte Pässe bei der Chancenerarbeitung und Breite auf 1. Wie komme ich hier auf Breite auf 1? Das habe ich selbst nicht. Also ist nicht von mir, sondern ich habe in letzter Zeit immer mehr Pros gesehen, die das mal gemacht haben. Auch beim letzten FGS Qualifier und das sah irgendwie ganz, ganz wild aus. Also die Spieler haben sich vorne sehr, sehr nice positioniert. Man kann schnelles, schönes Direktpassspiel vorne spielen und es setzt den Gegner extrem unter Druck. Also test es gerne mal aus mit Breite auf 1. Habe ich hier auf dem RTG-Account getestet und ich finde es überragend. Also vor allem der erste Weekend League, wo ich noch ein Full-Gold-Team hatte, habe ich damit einfach komplett rasiert. Testet auf jeden Fall das Ganze mal mit Breite 1 aus. Ist sehr, sehr wild, wie sich das Ganze vorne dann spielen lässt. Bei den Anweisungen ist jetzt nichts Gravierendes, nichts anders als sonst immer beim 4-3-2-1. Wir haben den Stürmer auf Standard. Hier kann man auch rumspielen mit auf zentral orientieren, aber brauche ich nicht, denn Breite ist auf 1. Der steht dementsprechend eh sehr, sehr zentral. Also hier alles auf Standard. Dann mein linker Stürmer ist in dem Fall Kai Havertz, auch auf Standard. Und der rechte Stürmer ist halt der, der halt gegen den Ball zurückgeht, sodass sich ein 4-4-2 bildet. Gabriel Martinelli, Defensive verstärken. Mein RZM kriegt Mitte abdecken. Der mittlere ZM hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. In der Regel ist das immer der defensivste Spieler aus dem Mittelfeld. Dann auf RZM, der nur Mitte abdecken bekommt, ist so der Box-to-Box-Spieler.
der zweite Spieler, der halt Defensivqualitäten hat im Mittelfeld, aber auch gewisse Offensivqualitäten. Bei mir halt Joel Linton. Und der linke ist dann der, der gegen den Ball auf die linke Außenbahn geht, damit sich dann dieses 4-4-2 bildet. In dem Fall ist bei mir Joe Cole und der kriegt dann Flügel abdecken. Die beiden Innenverteidiger auf Standard, der Keeper auf Flankenfänger und dann bei den Außenverteidigern der etwas offensiv stärkere Außenverteidiger auf ausgewogen und der defensive Außenverteidiger, bei mir ist das Gerd Frieder, kriegt hinten bleiben bei Angriffen. Das ist ganz wichtig beim 4-3-2-1, damit sich diese Hybrid-Formation auch bildet mit dem 4-4-2, aber das haben wir schon öfters besprochen. Ich sag's nur nochmal, weil vor allem zum Team of the Season kommen immer wieder auch Spieler rein, die lange nicht gespielt haben, damit ihr hier Bescheid wisst. Das 4-3-2-1 wird gegen den Ball zum 4-4-2 und in der Offensive ganz normal das 4-3-2-1 mit einem offensiven Außenverteidiger. Und das ist genau das, was diese Formation vor allem das ganze Jahr über in FIFA 23 schon so stark gemacht hat. Kommen wir zu meiner zweiten Main-Formation. Hatte ich ja auch schon mal ein YouTube-Video zu rausgebracht. Hier gibt es aber auch kleine Änderungen und zwar ist die Breite, beziehungsweise das ist gleich geblieben, ausgeglichen, Breite 55, Tiefe 71. Aufbauspiel und Chancenerarbeitung ist auch gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist bei mir die Breite. Ja, habe ich komplett hochgeschraubt. Das ist so meine Formation, wenn ich gegen Gegner spiele, die eine Formation spielen, wie zum Beispiel das 3-4-2-1 oder auch die Fünferkette. Warum? Weil in der Dreier- beziehungsweise in der Fünferkette wollt ihr den Gegner auf den Außenbahnen wehtun. Also sprich, ihr wollt in den Rücken der Außenverteidiger geraten bzw. kommen, damit der Gegner dann mit seinen Innenverteidigern aus der Mitte rauszieht. Und deswegen Breite höher geschraubt. Und das ist dann wirklich die Formation, die ich gegen Fünfer- und Dreierkette nutze, wenn mein Gegner da spielt, weil die Mitte ist da ganz gut zu. Drei Innenverteidiger Mitte plus die Spieler davor. Und deswegen habe ich hier die Breite hochgemacht. Bei den Anweisungen ist alles gleich wie beim letzten Video, wo ich das 4-2-3-1 vorgestellt habe. Abwehrlaufen auf dem Stürmer, die drei ZOMs, alle defensiv verstärken für Flanken in den Strafraum und alle Freiheiten. Bei den beiden Sechsern, der etwas offensivere kriegt, nur Mitte abdecken. Der andere kriegt hinten bleiben und Mitte abdecken. Die beiden Innenverteidiger auf Standard, Keeper, Flankenfänger und die Außenverteidiger auf übergreifend. Die wollen wir natürlich auch im Offensivspiel damit einschalten. Wie gesagt, gegen 3- oder 5er-Kette wollen wir halt diese Außenposition beim Gegner exposen, damit der anfängt, aus der Mitte Spieler rauszuziehen. Und dann wollen wir wieder in die Mitte reinspielen. Das ist der Gameplan beim 4-2-3-1 gegen diese zwei Formationen. Und dann kommen wir zu meiner sehr defensiven Formation. Das ist das 5-4-1. Das ist eine Formation, die viele Pros momentan in Pro vs. Pro auch als Ausgangsformation nutzen. Ich sage es so, wie es ist, wenn ihr nicht auf Pro-Level spielt, rate ich euch jetzt nicht von Anfang an in der Weekend League mit dem 5-4-1 zu spielen. Erstens, es macht nicht so viel Spaß, man muss sehr geduldig spielen. Klar, man steht defensiv etwas besser, aber ihr fahrt mit diesen anderen beiden Formationen, die ich euch gezeigt habe, in der Weekend League auch extrem, vielleicht sogar viel besser und habt viel mehr Spaß am Spiel. 5-4-1, aber dennoch eine sehr starke Formation, wenn es darum geht, das Spiel zu killen. Ja, weil sie ist sehr stark gegen ständiger Druck. Das liegt einfach daran, dass wir eine Besetzung auf Außen haben, eine Doppelbesetzung. Wir haben den LM und RM zusätzlich zu den Außenverteidigern. Sprich, der Gegner kann euch schwerer zupressen. In den meisten Fällen spielt der Gegner, wenn er Pressing oder beziehungsweise ständiger Druck spielt, ein 4-2-4. Sprich, er hat vier Spieler vorne, aber ihr habt eine Fünferkette hinten. Sprich, diese vier Spieler können gar nicht 1-1 zugeordnet werden. Heißt, es müssen Spieler von hinten nachrücken und dann habt ihr aber LM und RM und könnt so den Ball immer gut verteilen und schön immer nach außen spielen und das ist auch der Tipp, wenn ihr vorne liegt und der Gegner ständiger Druck habt und ihr dann auf dieses 5-4-1 umstellt, spielt immer schön und direkt nach außen. Das Schlimmste, was euch nämlich passieren kann, ist, wenn ihr durch die Mitte spielen wollt und dann noch in der eigenen Hälfte durch den ständigen Druck den Ball verliert und der Gegner dann quasi einen direkten Weg zum Tor hat. Deswegen immer schön den Ball nach außen tragen und das geht ganz gut im 5-4-1. Taktiken hatte ich gerade schon gezeigt. Seht ihr hier 50-55, alles ausgeglichen. 50 Breite, Spieler im Strafraum 3, immer schön runtergestraubt. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist wirklich, dass man nach vorne kommt und zu viele Spieler mit nach vorne gehen und man dadurch ausgekontert wird. Und bei den Anweisungen, der Stürmer defensiv verstärken, die beiden Sechser bzw. ZMs hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken, die Außenspieler defensiv verstärken, außen bleiben, gilt für beide
Auch hier bewusst außen bleiben. Wenn man es 5-4-1 von Anfang an spielt, ist hier eigentlich eher in die Mitte ziehen, beziehungsweise wo ist es, in die Mitte ziehen, genau, besser, und für Flanken in den Strafraum. Aber darum geht es hier gerade nicht. Es geht darum, das Spiel zu killen. Außen bleiben, dementsprechend die Anweisung. Die Außenverteidiger auf hinten bleiben bei Angriffen. Dieser Innenverteidiger auf Standard. Und der Keeper wieder Flankenfänger. Und dann kommen wir zur letzten Taktik. Und das ist natürlich meine Brechstangen-Taktik. Ich muss ein Tor aufholen. Ständiger Druck. Breite 60, Tiefe 80. Schneller Aufbau, direkte Pässe. Breite 60. Spieler im Strafraum schön hoch. Ecken und Freischüsse auf 2 und 3. Lasse ich immer so. Klar, es gibt Leute, die machen das hier auf 5. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ihr das hier auf 5 macht, ihr sehr, sehr krass ausgekontert werden könnt. Und genau das will man natürlich nicht, wenn man gerade ein Tor aufholen will, dass man dann einen Konter nach einem Standard kassiert. Ja. Klar ist das Risiko bei dieser Formation dennoch groß, auch aus dem Spiel heraus, dass man ausgekontert wird, weil halt alles nach vorne ausgerichtet ist. Ihr seht es auch gleich bei den Anweisungen. Aber das Schlimmste ist natürlich, wenn man das Ganze bei einem Standard kassiert. Und ja, bei den Anweisungen, die Außenstürmer kriegen vorn bleiben, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafen und energisches Abfangen, gilt für beide Außenspieler. Die beiden Stürmer kriegen zentral orientieren, Abwehr überlaufen und vorn bleiben. Die beiden Mittelfeldspieler kriegen jetzt nur noch Mitte abdecken, keiner kriegt die Anweisung hinten bleiben. Die beiden Innenverteidiger auf Standard. Anders zum Beispiel spielt es auch so, dass er sagt, dass einer der beiden Innenverteidiger auf mit angreifen ist. Muss man natürlich, ist noch mehr Risiko, noch größere, noch mehr Gefahr, dass man irgendwie schnell einen Konter kassiert. Könnt ihr aber mal testen. Ich persönlich mag es eher so, wenn ich ein Tor aufholen muss. So, beim Keeper dann hier auch zusätzlich die Anweisung Torwart Libero, weil wir stehen sehr, sehr hoch. Kontergefahr, und wenn der Gegner sich dann aus dem Pressing mal mit einem langen Ball in unsere Hälfte lösen will, soll unser Keeper auf jeden Fall auch gut mitspielen und rausstürmen. Und die beiden Außenverteidiger auf übergreifend, keiner bleibt hinten. Und ja, das sind die Taktiken. Das ist das Taktik-Setup, was ich aktuell habe. Ein paar Updates zu meinem letzten Taktik-Setup sind auf jeden Fall am Start. Und ja, wichtig ist, dass ihr euch eins einstellt, kann ich euch nur als Tipp geben und als Rat. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr das gerne auch tun und die Glocke aktivieren. Ich bin raus, peace out und ciao.